Nicht ganz klar ist derzeit, wie viele Mitglieder der 80-köpfigen, also sehr großen iranischen Wirtschaftsdelegation trotz der Rouhani-Absage heute schon in Wien gelandet sind. Jedenfalls hier ist nach ZIP2-Informationen der Chef der iranischen Nationalbank. Er will in Wien über die Freigabe von Geldern aus dem Iran verhandeln, die auf österreichischen Konten eingefroren sind. Teilweise wegen der Sanktionen, aber teilweise auch schon seit Jahrzehnten, noch aus Zeiten des Schah-Regimes. Um welche Summen es dabei geht, war bisher nicht öffentlich bekannt. Nach Recherchen von ZIP2-Reporterin Sonja Sagmeister handelt es sich aber um mehr als 4 Milliarden Euro. Österreich-Iran, eine besondere Beziehung. Der Schah von Persien beim Staatsbesuch 1973 in Wien. Nach dem Schah-Sturz laufen die Beziehungen mit dem religiösen Ayatollah-Regime weiter. 2005 etwa besucht Präsident Khatami Österreich. Was beide Regimes eint, Geld in Österreich, das wegen Sanktionen eingefroren wurde. Bisher haben Nationalbank und betroffene Banken geheim gehalten, wie viel Iran-Geld hier liegt. Amir Taslimi hat bis vor kurzem für die iranische Botschaft gearbeitet. Er bringt Licht ins Dunkel. Also ich bin seit mehr als 7 Jahren bei der iranischen Botschaft tätig gewesen in der Rechtsabteilung. Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass mehr als 4 Milliarden in Österreich liegt. Das meiste liegt bei der Unikredit, die Bank Austria und in der Raiffeisen, soweit wir wissen. Die Gelder, die auf Bank Austria-Konten liegen, stammen zum Teil aus der Schahzeit. Ist das ein Problem bei der Auszahlung? Wenn man jetzt rechtlich gehen würde, ist das eigentlich Geld, was dem Iran-Staat Iran gehört. Aber natürlich haben auch andere, die früher hier ihr Geld gebracht haben und dem Staat auch mitgehört haben, haben auch Anspruch drauf. Warum wurden Milliarden nicht freigegeben? Wir fragen beim Zentrum für Abrüstung in Wien nach, das eng mit der UNO zusammenarbeitet. You have money that's frozen for reasons that are unrelated to the nuclear deal. Es geht auch um Geld, das nicht wegen der Atomsanktionen eingefroren wurde, sondern etwa weil gegen Menschenrechte verstoßen wurde. Banken müssen daher bei der Freigabe vorsichtig sein, sonst verstoßen sie gegen den langen Arm der US-Sanktionen. Geschätzte 40 Milliarden Euro an Iran-Geldern waren bis Mitte letzten Jahres noch eingefroren. Mittlerweile haben Banken weltweit mehr als die Hälfte davon freigegeben. Österreich muss sich hingegen eng mit US-Behörden abstimmen, bevor man den Geldhahn öffnet. Die heimischen Banken wollen das vor der Kamera nicht kommentieren, lassen aber ausrichten, man wolle ab Sommer in Tranchen Irangelder auszahlen. Iran-Expertin Laura Rockwood geht davon aus, dass der Iran den Großteil der Milliarden in Österreich liegen lassen wird. Weil es viel leichter ist, von Österreich aus internationale Bankgeschäfte abzuwickeln. Denn Geldtransfers Richtung Iran sind nach wie vor eingeschränkt. Damit wird Österreich als Gelddrehscheibe für den Iran weiter eine wichtige Rolle spielen.